Oh mein, oh mein. Was macht ihr denn? Ihr pinkelt in meine Küche. Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Schokotrauben. Und das geht ganz einfach. Und wer macht mit? Lotta. Lotta? Die schaut zu und pinkelt in meine Küche. Aber jetzt hat sie aufgehört. Echt? Komm mal her. Cool. Du bist ja eine Supermama. Als erstes nehmt ihr eure Trauben, egal welche, ob es die roten oder die Dinge sind, die grünen. Und dann wasche ich sie erstmal. So. Und die lege ich dann erstmal auf die Seite. Wir schmelzen die Schokolade in der Mikrowelle, aber wir tun es erstmal da rein. Ihr könnt entscheiden, ob ihr weiße oder wollt. Ihr könnt aber auch eine oder auch zwei nehmen. Und die muss man dann jetzt noch klein machen, dass sie gut schmelzen. Und das tun wir jetzt in die Mikrowelle. Tun wir den Stiel jetzt hier weg. Was brauchen wir da? Die Schaschlikspieße? Ja. Okay. Normale Spieße einfach. Genau. Fertig. Ich würde sagen, bleib mehr vorne, dass wir hinten Platz haben zum Halten. Ich würde da noch mehr Platz lassen. Fertig. Ich schau mal nach der Schokolade, okay? Oh mein Gott, die ist einfach mal neu geschmolzen. Echt? Dann machen wir nochmal. Also. Die ist schon ein bisschen geschmolzen, aber nicht so ganz. Viel, gell? Ja. Okay. Darf ich das hier wegtun, Lay? Ja, na klar, die ist schon leer. Okay. Ich helfe dir. Ich bin heute die Assistentin von der Milay. Ich habe Sauerei gemacht. Mach hier gerade Sauerei. Heiß. Probier's. Heiß. Mm. Unser Papa arbeitet heute im Garten. Stimmt's, Milay? Ja, er macht einen Baum weg. Der steht bei uns so im Weg. So Leute, jetzt haben wir schon einen ganz kleinen Fail angestellt. Und zwar haben wir haben jetzt gedacht, ja okay, es funktioniert, aber jetzt haben wir es so in der Mikrowelle gelassen und jetzt ist es irgendwie noch harter geworden und die ist jetzt kaputt geworden von uns. Wir haben zum Glück noch eine unten bei uns im Keller. Die Schokolade an sich, die schmeckt eigentlich gut. Nee, hast du gezeigt, was aus unserer Schokolade geworden ist? Zu heiß. Zu heiß geschmolzen. So, neues Glück. Neues Glück, neues Wunder. So, die Schokolade können wir jetzt wegschmeißen. Fail. Fail. Also wir machen jetzt doch keine weiße. Ja, wir haben keine weiße Schokolade mehr. Also. So, liebe Lotta, was sagst du dazu, was wir hier anstellen? Gut. Gut. Die ist immer noch feucht. Mama. Da geht's zu deiner Mama. Diesmal scheint es geklappt zu haben. Ja, und jetzt? Ich tue das mal rein hier für dich. Ja, und dann muss man das da so reinfüllen. Und dann... Du darfst es schokolieren. Mir ist jetzt egal mehr. Ja, okay, darfst du alleine machen. Dann tut man die Trauben. Also. Und dann tut man die hier in die Schokolade eintrinken. So. Gut. Super! Und das muss jetzt mit allen anderen auch noch machen. Na klar. Und wenn ihr es nicht hinkriegt, die Ecken da so zuzumachen, wie bei uns gerade, dann könnt ihr auch einen Löffel nehmen und es dann so zukleben. Und gleich drauf. Musste aber super. Gut. So, die Lotta will jetzt auch mal probieren. Probieren, Lotta, das ist noch heiß, mein Baby. Lotta will Schokolade. Hallo Mama, Schokolade. Nein. Bitte ein Stück von deinem Löffel, bitte. Bitte. Mmh, lecker. Oh, da ist aber ganz schön nicht viel Schokolade drauf. Ja, das ist für mich. Echt? Wieder ganz, ganz viel Schokolade extra.
Wir alle voller Schokolade. Kira nervt da draußen. Kira, was ist los? Ich schau aus. Sauerei. Milay, du machst in meiner Küche Sauerei mit Lotta. Super. Also, unsere Schokolade hat jetzt für 4 Stück gereicht. Ich glaube, die machen wir nicht mehr. Wir schmelzen keine mehr. Später. Naja, kannst du so auch essen. Oh, da ist ja noch einer. Ich esse ihn so. Oh Gott, Milay, wie schaust du aus? Und das Ganze tun wir jetzt kühlen. Milay? Mhm. Für jetzt im Kühlschrank rein. Ein paar Minuten, oder? Ja, muss schon ein bisschen länger drin bleiben. Halbe Stunde. Ich glaube schon. Schauen wir mal. Wir, Und dann essen wir es. Wir gucken jetzt. Na, dann sagen wir euch. Genau. Bis später. Später. Jetzt holen wir sie aus dem Kühlschrank. Da hinten liegt jemand. Kennt ihr den? Nach 3 Stunden rausgeholt. Hat schon einige Zeit jetzt gedauert. Ich habe es zuerst im Kühlschrank gehabt und dann habe ich es in die Gefriere, weil ich gemeint habe, das dauert zu lang. Es klebt. Es klebt. Leute, es klebt. Also, hier. Naja, ein bisschen abgegangen, aber egal, schmecken tut es ja. Die wollen dich auch sehen. Schau mal. Schauen wir mal. Eingefroren. Aber schmecken lecker. Richtig sommerlich, obwohl heute ein bisschen kalt ist bei uns, gell? Mm-mm. Ihr nicht? Doch, da ist voller Schokolade, Maus. Guck. Hast du gut gemacht, meine Maus. Das hat meine Maus gemacht, gell? Mhm. Die wollte das unbedingt machen, alleine. Oh, da tropft was. Mit Lotta zusammen. Okay. Ja dann, essen wir weiter und sagen einfach Tschüss, oder? Mhm. Was sagst du? Die sieht man gar nicht, Maus. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Milay. Nachtzeit ist zu Ende. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, wenn Milay öfters kochen sollte, gibt es uns einen Daumen. Bis zum nächsten Mal und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.